Als Immobilieninvestor will man natürlich Geld verdienen und Rendite erzielen. Jetzt geht es in dem Video darum, wie du diese optimieren kannst, wie du die Rendite verbessern kannst. So, also, wenn du eine Immobilie kaufst, die schon vermietet ist, dann kannst du ganz einfach die Rendite optimieren, indem du die Miete erhöhst. 15% Mieterhöhung alle 3 Jahre ist erlaubt. Und dann musst du einfach schauen, ob die Miete schon direkt erhöht wurde vor dem Verkauf. Wenn nicht, dann hast du dir ein Potenzial eingekauft, kannst direkt 15% erhöhen. Und wenn du über den Faktor das Ganze bewertest, dann wird die Immobilie auch schon direkt 15% mehr wert. Wenn du den Faktorberechnung als Wertermittlung machst. Und manchmal ist halt die Miete schon direkt erhöht worden vom Verkauf und dann geht es halt nicht direkt. Das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Wenn die Wohnung leer war, kannst du natürlich eine Neuvermietung machen. Bei einer Neuvermietung kannst du dich auch schon absichern, dass die Miete immer nach oben geht, indem du einfach einen Staffelmietvertrag machst und jedes Jahr zum Beispiel 30 Euro mehr berechnest ab dem Ablauf des Jahres. Also wenn du jetzt heute eine Wohnung vermietest, hier Februar, dann zahlt er 500 Euro, im nächsten Jahr 530, im übernächsten Jahr 560. Kannst du das Ganze immer ein bisschen anpassen. Bezüglich der Renditeoptimierung kann man noch auch eine möblierte Vermietung angehen. So kann man nämlich die Mietpreisbremse umgehen. Also die Mietpreisbremse gilt nämlich nur für normale Wohnungen ohne Möbel. Und ja, klar, man hat ein höheres Investment auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man natürlich aber auch einen höheren Ertrag. Da muss man halt kalkulieren, inwiefern es Sinn macht. In dem Beispiel macht es Sinn, eine Immobilie zu kaufen, mit Möbel auszustatten, um die dann teurer zu vermieten. Oder macht es keinen Sinn, wenn du halt ein Jahr brauchst, um die Möbel wieder reinzuholen und vielleicht auch 2 Monate noch, bis du einen Mieter findest, wenn du nicht die entsprechenden Kontakte hast. Dann ist es natürlich fraglich, ob du dann wirklich 18 Monate oder keine Ahnung wie lang warten willst, bis du mit der möblierten Wohnung deine normale vermietete Wohnung überholst, weil es halt auch einfach eine Vorleistung wiederum ist. Wenn du so hochwertige Möbel reinstellst wie die hier, haben die einen Restwert, der ist genauso hoch wie der Einkaufspreis. Aber wenn du deine Möbel reinstellst, dann hast du natürlich viel gezahlt für die Möbel. Es sind Billigmöbel, ja, aber es läppert sich zusammen. Dann sind es trotzdem 3.000, 4.000 Euro ruhig mal für eine Wohnungsausstattung. Und die haben dann einen Restwert von 0 nach 2 Jahren oder nach 3 Jahren. Und das muss man natürlich auch einkalkulieren. Ich würde nie länger als 3 Jahre rechnen für eine möblierte Wohnung, wenn man da günstige Möbel reinstellte. Dann ist das Geld halt einfach auch wieder verbraten. Der Aufwand war hoch, weil du viele Mieterwechsel hattest. Du hattest Stress und hast natürlich das Risiko des Marktes. Also wenn der Immobilienmarkt strauchelt, sind die möblierten Wohnungen die mit der geringsten Nachfrage. Renditeoptimierung kann man auch noch durch Airbnb zum Beispiel machen. Wenn du in der touristischen Stadt bist, dann geht es gut. In Berlin gibt es da auch schon die ein oder anderen Richtlinien, dass es gar nicht mehr geht, eine Wohnung komplett alleine zu vermieten per Airbnb, sondern du musst irgendwie ein Zimmer bewohnen oder irgendjemand muss ein Zimmer bewohnen und dann kann man andere Zimmer untervermieten als WG so. Das ist möglich. Aber da gibt es auch die ein oder andere Möglichkeit, mit Airbnb die Rendite zu optimieren. Was natürlich auch noch geht. Da kenne ich sogar einen, der macht da ganz schön gut Kohle damit. Ne? Du nimmst eine Wohnung, eine große, mit vielen Zimmern, die separat zugänglich sind. Weil 100 Quadratmeter ist nicht immer gleich 100 Quadratmeter. Also einfach eine große Wohnung mit 100 Quadratmeter, wo Durchgangszimmer hat, hat das Durchgangszimmer für eine WG-Konstruktion keinen Sinn. Weil du kannst nicht hier wohnen und hier hinten nochmal jemand anders reinsetzen. Das geht nicht. Dann müssen die ja durch ihre Zimmer durchlaufen. Deswegen kannst du schauen, dass du bei der Aufteilung der Wohnung darauf achtest, dass jedes Zimmer einen separaten Zugang hat vom Gang aus. Und so kannst du eine WG-Vermietung machen. Also wenn du eine WG-Vermietung machst, hast du halt den Vorteil, dass du pro Zimmer zum Beispiel 400 Euro nehmen kannst. Und wenn du 3 Zimmer hast, hast du 1200. Und wenn du die Wohnung halt für 800 wegbekommen würdest, an eine Person hast du schon mal einen Vorteil der Miete, ja, du verdienst mehr. Und die Mieter, die Studenten, haben die Möglichkeit, ein günstiges Objekt zu mieten. Also das ist eine Win-Win-Situation. Du als Vermieter kannst mehr verlangen. Der Mieter an sich kann natürlich ein günstiges Zimmer sich da nehmen, obwohl er halt, weil er braucht ja keine ganze Wohnung. Und wenn es keine gibt, dann kannst du so günstigen Wohnraum schaffen und hast Vorteile.
Was natürlich auch noch geht als Student, du mietest dir eine Wohnung, 3-4 Zimmer, beziehst eins selbst und die anderen 3 vermietest du weiter an Studenten, an andere und eben für so einen Betrag, dass die Gesamtmiete gedeckt ist. Um jetzt nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, mit der 800-Euro-Wohnung, die durch die Zimmervermietung 1200 generiert. So, dann zahlst du 800 Euro Miete, beziehst ein Zimmer selbst, vermietest 2 Zimmer für 400, dann hast du 0 Euro Kosten und auch kein Gewinn, ja. Aber du wohnst immerhin umsonst. Das ist schon mal ein Schritt besser als zahlen. Und so kann man die Rendite optimieren. Und ja, das sind die gängigsten, leichtesten Möglichkeiten. Wenn man renoviert, kann man zum Beispiel auch eine Renovierung umlegen auf den Mieter. Wenn es irgendwie eine energetische Sanierung ist und so, kann man da ein bisschen was machen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, durch die KfW Gelder zu bekommen. Wenn man irgendwie eine behindertentaugliche Wohnung hat zum Beispiel, gibt es verschiedene Möglichkeiten, da noch was rauszuholen über diesen Weg. Manchmal gibt es auch Sanierungsgebiete, da kannst du über 12 Jahre dann die Renovierung oder Sanierung abschreiben. Und hast somit natürlich auch nochmal steuerliche Vorteile, wenn du Geld investierst in die Immobilie. Das machen manchmal Städte, um irgendwie das Stadtbild von einem Stadtteil zu verbessern. Das war es eigentlich auch schon zu dem Thema Rendite optimieren. Was kann man da machen, um mehr rauszuholen aus dem, was man hat? Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir ganz viel Erfolg beim Investieren.